Was glauben Christen? Ich glaube, dass einige von euch das nicht wissen. Darum möchte ich es jetzt hier nochmal kurz erklären. Und am besten kann man das an dem Symbol des Ichthys erklären. Der Ichthys, das bedeutet auf Deutsch Fisch. Also das ist das Wort für Fisch. Und die Christen haben dieses Wort benutzt, um darin ihren Glauben reinzustecken. Das heißt, sie wurden verfolgt und sie wollten halt ein Geheimzeichen oder ein Geheimsymbol haben, um ihren Glauben deutlich zu machen. Und dafür haben die den Fisch oder das Fischsymbol benutzt. Und wie haben sie jetzt ihren Glauben da reingepackt? Also Ichthys hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Und diese 5 Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von 5 Wörtern. Und das sind die Wörter Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter und Erlöser, also Retter oder Schrägstrich Erlöser. Und das ist es, was Christen glauben. Christen glauben, dass Jesus Christus der Gesalbte, Gottes Sohn ist, unser Retter und Erlöser. Was darin jetzt nicht steckt, ist, wie wir errettet und wie wir erlöst werden. Und da glauben Christen, dass das nur mit einer Beziehung zu Jesus funktioniert. Das heißt, nur wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du errettet und erlöst. Aber das ist es, was Christen glauben. Natürlich gibt es noch unterschiedliche christliche Gruppen. Die haben da noch bestimmten andere Sachen, wie sie ihr Glauben leben. Aber alle Christen glauben genau das. Und das ist auch das Wichtigste, was für Christen eigentlich zählt. Und es gibt keine besseren oder schlechteren Gruppen bei den christlichen Gruppen, solange sie nur das glauben, was Ichthys aussagt.